Umorientieren heißt in dem Fall. Was heißt das eigentlich für Voodoo? Ja, gute Frage. Geh erstmal hier hin. Overwatch. Und Zulu. Geht hier oben hin, damit wir jemanden haben, der den Mutant sehen kann, wenn er auf diesem Wege zurückkommt. Ja. Du wirst dich... volle Deckung wäre schon gut. Das hier sagt mir nicht so richtig zu. Das wäre ganz okay. Wenn... die könnten... Nee, nicht so ganz okay. Nicht so okay, wie ich zuerst dachte. Hier ist sehr weit weg und... Das ist immer das Problem, wenn man von zwei Richtungen angegriffen werden kann. Man hat sehr, sehr wenig Positionen, wo man sich sicher positionieren kann. Deswegen, Overwatch ist egal. Ich gehe lieber hier hin, damit du nächste Runde den Metroid platt machen kannst. So. Viel Spaß, ihr Drohnen. Okay, du machst schon mal nichts Gefährliches. Du auch nicht. Oh! Du hast jemanden gefunden. Bumm! Dankeschön. Ja, ja, macht nichts, du hast Lockenload. Ach. Natürlich. Kommt auch noch zurück. Wäre ja zu einfach, wenn man nur aus einer Richtung Gegner hätte. Okay, der Mektor da hinten ist... Ja, der Sektor steht da ganz hinten. Das... ist ein Problem. Ein Battlescanner ist da. Einer hier. Die sind beide nicht nah genug dran, um den Sektoid zu entdecken, der dem Mektoid das Schild gibt. Das heißt, unterm Strich, wir müssen uns durch das Schild durchschießen. Sehr unpraktisch, dass Disco den Mektoid nicht sehen kann. Hierhin, dann kann er ihn sehen. Definitiv. Das heißt, wir brauchen da eine Coverposition. Das heißt, die Teile müssen sterben. Und Rapid Fire von Disco ist wertvoller als der zweite Schuss von Angel. Sehe ich so, ja. Dann der Witzbold stand da. Das heißt, Zulu muss hier wieder weg. Der ist auf Overwatch. Wir könnten hier hingehen. Oder wir springen einfach runter, weil der diese Runde eh noch nichts machen kann. Okay, check. Das funktioniert. Wie kriegen wir diese kleinen Viecher hier kaputt? Run Gun nach da. Ist das eine Option? Dürfte kein größeres Problem darstellen. Run Gun nach hier wäre besser, wegen flankierter Schuss auf den. Aber zu gefährlich, denke ich. Da hinten ist weit genug weg. Brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Allerdings hast du auch nicht so furchtbar viel Munition.
Ach, Moment, verrechnet. Wenn ich Angel als Cover brauche, kann er auch seinen einen Schuss nicht benutzen, weil er keine Waffe benutzen darf in One for All. Ha. Das macht die Sache schon wieder schwieriger. Wir kriegen auch keinen Shredder auf den. Alles nicht so furchtbar überzeugend bisher. Rapid Fire ist nicht genug, um den zu zerlegen mit dem Schild. Ja, Drohne geht, Sektoid geht. Ist aber alles kein Inselsaun, also müssen wir damit warten. Die anderen sind einfach unterm Strich zu weit weg. Muss man ja auch mal so sagen. Vielleicht wäre es die bessere Variante, Insektoid näher kommen zu lassen. Was kann, Insektoid, was kann der sehen? Er kann aktuell nur Angel sehen. Das heißt, wenn wir Angel bewegen, kommt er näher. Ja, soweit richtig. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, inwiefern mir das hilft, aber ist soweit schon mal richtig. Du kannst aber jetzt nicht mehr da stehen bleiben. Du bekommst dann auch nur einen Schuss. Also geh mal da hin und guck mal, ob du eins von diesen Teilen hier kaputt machen kannst. Ja, optimal nehme ich. Dann Zulu macht einen Dash für die nächste Runde. Ich glaube nicht daran, dass ich den Mektoid zuverlässig zerlegen kann, diese Runde. 97, aber ein Schuss geht komplett für das Psy-Shield drauf. Weiter. Ja, vielleicht mit Glück 10 Schaden oder sowas. Dann hat er aber immer noch über 30. Dann müssten beide Schüsse von Disco sitzen. Der aber auch nur dann überhaupt schießen kann, wenn er sich nicht in Deckung begibt. Das ist riskant. Das ist sehr, sehr riskant. Ansonsten wird hier niemand mehr nützlich, denke ich. Good to go. Außer, vielleicht kannst du das wäre eine Option. Es wäre doch tatsächlich eine Option, das zu versuchen. Disco bleibt ohne Deckung stehen, bekommt aber den Smoke. Das ist 40 Verteidigung. Das ist quasi wie Deckung. Aber dann müssen wir wirklich, wirklich sicher sein, dass er stirbt. Also, das wird trotzdem ein Run and Gun nach hier. Und wenn er gleich nur die Drohne tötet.
68% von Shredder. Nicht wirklich überzeugend. Aber wenn wir die Drohne anders kaputt kriegen, eventuell schon überzeugend. Wir haben allerdings niemanden mehr, der das tun könnte, wie ich das sehe. Außer vielleicht Whisky. Dann sag mal an. Ha, 41. Ich glaube ja nicht dran. Allerdings machst du auch sonst nichts. Also. Ah, gar nicht so schlecht. Leider nicht gut genug. Nein, die Drohne gibt keinen in der Zone, weil die fliegt. Nein. Abgelehnt. Ja, die Drohne muss weg. Die Drohne muss weg. Nein, doch nicht mit der Pistole. Das sind keine 100%. Die Drohne muss weg. Die Drohne muss weg. Was ich jetzt vorhabe, ist wirklich mal wieder sehr gefährlich, weil ich mal wieder in einer total dämlichen, selbstverschuldeten Situation bin. Also, hier ist eine Position, wo Dance Smoke auf jeden Fall wirkt. Du bist nicht Overwatch, nein, bist du nicht. Okay. Huhuhu. 99. Rapid Fire 84. Könnte klappen. Also. Ja. All in. Go. 1. 2. Ach, ach, locker. Mit dem 20er Treffer, da ist Schau. Wir brauchen Disco gar nicht, das gibt ein In-the-Zone und vorbei. So, dann gibt das Reload. Und Overwatch. Und du verziehst dich direkt wieder in Deckung. Alles klar, damit wäre dann über ein Newton ganz links auf der Karte und ein Sektoid ganz rechts auf der Karte. Okay, läuft. Schauen wir mal, wer sich als erstes an uns rantraut. Wenn überhaupt irgendwer. Hallo? Ah, guck mal. Ah, mindestens zwei Sektoids. Der eine bleibt ganz da hinten stehen, wa? Natürlich. Aber ganz da hinten. Hallo. Okay. Du hast auch mal so gar keine Munition mehr. Ich würde ja lieber den da hinten töten. Allerdings werden wir da wohl keine Sicht bekommen. Andererseits. Ja, kann man mal ausprobieren. So. Denn der ist irgendwo da. Sind wir einfach mal sehr mutig. Gehen hier hin. Das hat nämlich den Vorteil, dass er flankiert wird. Dann weglaufen wird und durch Close Combat Specialist gekillt, wenn wir den nicht eh gekillt haben und der dadurch mitstirbt. Wie viele Gegner habe ich getötet? Oder beziehungsweise was fehlt noch? Heavy Floater fehlt noch. 3 Berserker. 5 Sektoids am Anfang sind 8. 2 Mektoids sind 10.
Drohne 11. Sektoid, Sektoid 13. Wie viele Mutons waren das? 3, 4, sind 16, 17. Ethereal 2 Mutons. Es könnte noch einen weiteren Pod geben, der nicht im UFO ist. Darauf kam es mir gerade an. Brauchst, um abzuschätzen, wie gefährlich das ist, mit dem Mech hier hinzulaufen. Aber. Chaka! Der Mech hat Absorption Field. Es läuft. Hallo! Wen sehen wir denn da? Gute Nacht! Oh, ist der andere mitgestorben? Nein, ist er nicht. Na gut. Moment, was hast du für eine Chance, den einfach mit der Pistole abzuknallen? Der Schuss ist gratis wegen Close Encounters, also mach mal. So, damit wäre die Gruppe weg. Hä? Schon stressig die Mission irgendwie. Aber selber schuld. Sniper niemals so weit hinten lassen. Wieder was gelernt. Nee. Die Mission ist erstmal wichtiger. Sehr wichtig wäre auch rauszufinden, ob sich der Mutant wieder anschleicht von irgendwo. Das könntest du mir mal bitte sagen. Wenn du. Ja, gut genug. Ja, schau an. Da haben wir ihn doch. Okay, das heißt, wir wissen zumindest, wo der ist. Wissen ist Macht. Das gilt in diesem Spiel auf jeden Fall sehr, sehr stark. Das heißt, wir orientieren uns jetzt zur Abwechslung wieder in diese Richtung. Haben wir ja schon länger nicht mehr gemacht. Jetzt gehst du wieder hier hin. Das heißt wieder, ich habe keine Ahnung, ob du schon mal da warst, aber irgendjemand war schon mal da. Du hast da eine relativ ungeschickte Position, wirst aber doch auch nicht getroffen, oder? Ja, nein, vielleicht. Ah, lieber kein Risiko, geh schon mal dahin. Kannst du nächste Runde locken laut Sentinel, falls nötig. Du, wo bist du denn hin? Ja, da. Overwatch. Overwatch. Nachher, Mutton. Was machen wir? Ach, jetzt läuft der wieder weg. Nein, bleib da. Ach. Schade sowas. Ich hatte gehofft, der bleibt zumindest in Reichweite des Battlescanners für Zielübungen des Snipers, aber hat er wohl keine Lust drauf. Schade eigentlich. Okay. Allerdings sehe ich gerade, dass das doch sehr viel länger dauert hier, als ich gedacht habe. Deswegen mache ich jetzt erstmal ein Päuschen und werde die Mission beim nächsten Mal beenden. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zusehen und bis demnächst.